Hallo liebe Freunde, eine kurze Anmerkung, bevor das Video startet. Leider Gottes habe ich die Sounddatei verloren, die für dieses Video vorgesehen war. Dementsprechend haben wir nur den Webcam-Sound bzw. Webcam-Mikrofon, was sehr scheiße von der Qualität her. Aber ich hoffe, dass es heute ausnahmsweise mal in Ordnung ist. Ich denke mal, es geht trotzdem und die Episode war so gut, dass ich sie nicht ja komplett weglassen wollte. Von daher wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Video. Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start mit der Serie, die mittlerweile so ein bisschen das Player-Review auf diesem Kanal übernommen hat. Heute gibt es wieder einen richtig interessanten Spieler, ein richtig interessantes Team. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich extrem freuen. Links sind in der Videobeschreibung für weitere Unterstützung zu Instagram. Gerade auf jeden Fall richtig wichtig, da vorbeischauen. Und ich muss nebenbei nochmal eins erwähnen. Und zwar wird es noch eine zweite Episode Deal With von diesem Team of the Week geben. Und der Spieler ist richtig, richtig nice. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe den zufälligerweise gezogen und glaubt mir, das wird ein ziemlich nice Player Review, beziehungsweise ein ziemlich nice Episode Deal With. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber heute starten wir erstmal durch mit dem Mann, den ihr sowohl im Titel als auch im Thumbnail sehen könnt. Und zwar ist das Achilles Emaná. Und der spielt momentan in der spanischen zweiten Liga bei Gimnastik. Das ist normalerweise ein Verein, bei dem nie ein Spieler eine Goldkarte bekommen sollte. Aber er hat es geschafft, von einer 70er Silberkarte erstmal auf eine 75er Goldkarte geupgradet zu werden und mittlerweile ein 80er Informatik Stürmer zu haben. Ihr erinnert euch vielleicht, der war vor 2 Jahren in FIFA 14 mal eine richtig geniale Silberkarte, aber als zentral defensiver Mittelfeldspieler, ja, und nicht unbedingt als Stürmer. Jetzt ist er Stürmer und wir wollen das natürlich mal austesten, wie er da so funktioniert. Mittelgeringer Arbeitsrate, 1,80 groß, das passt schon mal ganz gut und der Junge ist 1,80 geballte Power. Er hat 277 Füße, aber Freunde, 95 Körperstärke, den Stärke-Trade und 94 Schusskraft. Also perfekte Voraussetzungen für eine richtig, ja, kraftvolle Episode, könnte man sagen, und ich würde sagen, wir gucken mal kurz das Team an, in das ich ihn reingesteckt habe. Wir haben da auf der rechten Seite Benjamin Mukanjo, auf der linken Seite Mojica, Johan Mojica, ist ein Kolumbianer, der ziemlich nice Wert hat, 83 Füße, 91 Tempo, sieht ganz nice aus. Freddy Guarin zusammen mit Song und Pastore im Mittelfeld, dann, ja, natürlich Basson und Ogbonna, die beiden, wie nennt man sie, keine Ahnung, die beiden Kahlköpfe, ich habe keine Ahnung, in der Verteidigung Alex Tejes und auf der anderen Seite Gregory van der Wiel auf der Außenverteidigerposition und im Tor, ja, Asmir Begovic. Ich würde sagen, wir legen los und suchen einen Gegner. Bis gleich. So, Freunde, auf geht's, ab geht's gegen diesen Gegner. Wir haben ein spanisches Team mit Diego Lucas im Tor davor. Keine Ahnung, einer von Albon, einer von Villarreal. Links Nacho, rechts Abeloa, davor dann Vitolo. Ist das Vitolo? Das ist Borra, Entschuldigung. Und Javi Fuego. Links Vitolo, rechts Jesus Navas, davor Raúl García und David Villa. Nicht das schnellste Team, nicht das krasseste spanische Team. Aber interessant, nur Spanier, auch mal was Neues. Ich würde sagen, das wird interessant. Spieler mit dem spanischen Zweitligaspieler. Mal sehen, wie das laufen wird. Oh, da schiebt er ihn direkt mal weg. Hat 260 Tempo, aber mal sehen, wie das funktioniert. Gar nicht. Auch schön. So, da haben wir immer nah am Ball. 94 Schusskraft. Longshot-Stat ist übrigens sein bester offensiver Stat, was Schießen angeht. Mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Gar nicht so schlecht. Übrigens noch überraschender bzw. beeindruckender ist seine 80er-Karte, wenn man bedenkt, dass der Kerl in Realität, direkt machen wir mal mit ihm, ganze 400.000 Mark wert hat und 33 Jahre alt ist. Das ist alles andere als schlecht, dann noch so eine Informkarte zu bekommen. Song mit der großen Chance, aber nicht mehr eins zu bekommen. Mana haben wir einen Versuch, aber leider Gottes nicht erfolgreich. Noch ein bisschen verwunderlicher übrigens ist die Position, die er bei seiner Informkarte bekommen hat. Der ist nämlich von Natur aus Stürmer. Ich habe ihn nicht umkonvertiert. Nein, der ist wirklich Stürmer von allgemein schon, also von Haus aus, obwohl er zentral offensives Mittelfeld spielt. Also er hat wirklich auch bei seinem, er hat 2 Tore geschossen, um seine Inform zu bekommen, beim 4-0-Sieg seiner Mannschaft. Allerdings hat er da zentral offensives Mittelfeld gespielt und nicht Stürmer. Deswegen ein bisschen verwunderlich, dass er Stürmer ist, aber ich beschwere mich nicht. Balleroberung und der Ball auf Mojica, der ist bisher ganz unauffällig, der junge Kolumbianer. Das bleibt auch so, aber noch nicht. Erste Ecke von der anderen Seite und die erste richtig gefährliche Szene, und zwar durch Javier Pastore mit seinem Longshot bzw. mit seiner Direktabnahme. Die Ecke ist richtig scheiße. Aber vielleicht können wir sie mal reinbringen, Mojica. Schöne Balleroberung von Emaná. Aha, direkt der Ballverlust hinterher. Ja. Natürlich nicht so schön, aber da ist er wieder. Schöner Doppelpass. Schön in die Mitte gezogen. Und jetzt mit Schusskraft. Jawohl, 1-0. Richtig schönes Ding von Achilles Emaná. Und da ist der Führungstreffer und genau das, was wir haben wollten. Da kommt keiner mehr hinter dem 33-jährigen Kameruner. Und dann ist der Abschluss trocken in die lange Ecke mit aller Routine natürlich reingemacht. Und ganz schön auch, wie Raúl García da alles zu verhindern versucht, aber es nicht schafft.
die erste richtige Chance für den Gegner und Begovic schafft es irgendwie da ein Foul. Also eigentlich hätte er da einfach den Ball reinmachen können, aber Begovic sieht das Foul und kriegt Gelb dafür. Von mir aus gerne. Lässt er gar nicht zu, dass der Ball weggenommen wird. Achille Emana. Emana, Entschuldigung. Muss auf die Aussprache achten. Übrigens heißt der Kollege da drüben am langen Pfosten, der jetzt eingesetzt wird. Oh, schade. Wahrscheinlich auch nicht. Ich habe den Namen jetzt komplett vergessen, aber wahrscheinlich nicht Meister Mojito. Es ist ein Cocktail. Aber wahrscheinlich wird da Rir ausgeworfen. Ist ja ein Kolumbianer, also Spanier. Mojica, nicht Mojica. Vielleicht spielt er deswegen nicht so scheiße. Siehst du? Kaum spielt man ja richtig. Na, okay. Ja, war nicht so souverän, hätte das 2-0 sein können, aber wollte ich zu schön machen. Halbzeit, bisher verdiente Führung, mehr wollen wir das so nicht sagen. Sauber, Diego Lopez, genauso will ich das sehen. Alter, wäre das ein krankes Tor gewesen. Junge, mach den noch rein. Oh, 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 oh. Ah. Bam! Oi, 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 oi. Der Junge ist richtig stark, Emana. Jetzt die nächste Ecke. Das ist einfach nur stark, was Achille Emana hier gerade macht. Und ein bisschen blöd der Ballverlust. Das sieht mir nicht nach 60 Tempo aus, das sieht mir eher nach ich weiß nicht was aus. Es gibt die gelbe Karte für irgendeinen der Innenverteidiger. Und zwar Victor Ruiz ist das von Villarreal. Emana versucht es einfach mal aus 800 Metern. Und so will ich das sehen. Der ist so gut, der kommt an jeden scheiß Ball ran. Egal wie schlecht die Flanke ist, egal zwischen wie vielen Leuten er steht, er ist immer da. Eiskalt um den Gegner gedreht und das 2-0 durch Emana. Da ist der Doppelpack durch unseren Kameruner und damit haben wir die Aufgabe erfüllt. Und zwar genau das machen, wofür er seine Info bekommen hat. Zwei Buden, Diego Lopez, chancenlos. Und das kann man mit 33 so machen. Achille Emana, klasse Typ. Und das war's dann auch schon. Wir haben den Rage Quit bzw. den Quit des Gegners. Skill Quit könnte man auch sagen. Eine 9,3 für unseren Shooting Star Emana. Eine 8,1. Immerhin zweitbeste Note. Nee, drittbeste Note. Nach 8,7 für Gregory van der Wiel. Für Mojica, der anfangs richtig schwach war und dann richtig gut. Auf der anderen Seite nichts ja, irgendwie nennenswertes. Beste Note für Diego Lopez. Danach schon Ruiz. Und übrigens Ansu Tegi kenne ich wirklich nicht. Ja, spielt bei Alba normalerweise auch ein Abschiedskandidat. Und mittlerweile stehen die ja ganz gut da in der Primera Division. Das war's von dieser Episode. Ich hat gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch über freuen. Ist eine großartige Unterstützung und Emana hat auf jeden Fall auch verdient. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr so eine Karte auch mal ausprobieren würdet oder ob ihr sagen würdet, nee, mir ist der zu langsam. Vielleicht hat euch das ja jetzt vom Gegenteil überzeugt, ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.